Funktioniert gut, ne? Na, wie geht's denn so? Erster Tag. Mir geht's gut. Wir sind im malerischen Naturschutzgebiet an den Gegensteinen im Harzvorland. Die atemberaubende Schönheit der Landschaft inspiriert und der goldene Herbst lädt zum Pläneschmieden ein. Wir sind hier, um einen Traum in Wirklichkeit umzusetzen und bringen dafür Fleiß, Leidenschaft und Tatendrang mit. Cora, der neue Film von Urs Odermatt, wird hier entstehen. Gegenüber der alten Fliegerschule, in der sich heute eine Pension befindet, steht die ehemalige GST-Schule seit über 30 Jahren leer. Der perfekte Ort für mein Filmteam. Independent, aber mit eigenem Studio, wenn das nicht ein Traum ist. Ein alter Kino- und Theatersaal und zahlreiche Schulungsräume bieten uns reichlich Platz für das Hauptmotiv des Films, sowie für Produktionsbüros, den Kostümfundus, die Maske und die Ausstattung. Der Staub der letzten 30 Jahre musste beseitigt, die Heizung instand gestellt und unzählige Reparatur- und Malerarbeiten vorgenommen werden. Das Wecken aus dem Dornröschenschlaf klingt romantisch, ist aber Knochenarbeit. Dank der Unterstützung der Stadt Ballenstedt und der stadteigenen Firma BAL, die uns einen patenten und engagierten Hausmeister zur Seite stellte, konnten wir alle Probleme lösen und uns gut in unserem neuen Produktionsstützpunkt einrichten. Zwei intensive Wochen mit Proben und Vorbereitungsarbeiten warten nun auf mich und mein Team. Ja, gut.